In den letzten Jahren gewinnt das Wort Speziesismus an Popularität. Was ist das? Gibt es Menschen, die keinen Speziesismus praktizieren? Als Mensch, der gute Beziehungen zu verschiedenen Tieren hat, erläutere ich meine Sicht der Dinge. Laut deutschsprachiger Wikipedia bezeichnet Speziesismus die moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Dies schließt ein, dass das Leben oder das Leid eines Individuums nicht oder weniger stark berücksichtigt wird, weil es nicht einer bestimmten Spezies, in der Regel der Spezies Mensch, Homo sapiens, angehört. Nach dem australischen Philosophen Peter Singer, wie in der englischsprachigen Wikipedia zitiert, ist Speziesismus ein Vorurteil oder eine Haltung der Voreingenommenheit zugunsten der Interessen von Mitgliedern der eigenen Art und gegen diejenigen von Mitgliedern anderer Arten. Wohlgemerkt sagt keine der Definitionen, dass es sich um Tierarten handeln muss. Es können also auch Pflanzen, Pilze oder Bakterien sein, die benachteiligt werden. Meist ist es so zu verstehen, dass ein Mensch die nichtmenschlichen Tiere anders behandelt als seine menschlichen Artgenossen. Auch dass Menschen Kühe anders behandeln als Hunde. Im Prinzip ist es schon Speziesismus, den Menschen nicht als Teil der Natur zu sehen. Es ist Speziesismus, den Menschen nicht zu den Tieren zu rechnen. Genau genommen müssten wir auch nicht-tierische Arten hinzunehmen. Ist es nicht auch Speziesismus, wenn wir Pflanzen, Pilze oder Bakterien anders behandeln als Tiere? Bisher wird das im Allgemeinen nicht thematisiert oder gleich abgewehrt. Ist nicht jeder Mensch und überhaupt jedes Wesen Speziesist? Wer unterhält sich mit einer Weinbergschnecke genauso wie mit einem Menschen? Wer zertritt versehentlich ebenso viele Hunde wie Rasenameisen? Wer erwartet von einem Haifisch, dass er auf einen Baum klettert wie eine Katze? Wer behandelt eine Stechmücke gleich wie einen Elefanten? Wer eine Ziege mit Brot füttert, als wäre sie ein Mensch, bringt sie um. Also sollte man doch die unterschiedlichen Naturen unterschiedlicher Tiere berücksichtigen. Die Unterschiede leugnen kann ein tierentfremdeter Theoretiker wie Peter Singer in den Wänden der Universität. Wenn aber ein Mensch, der mit Tieren praktisch zu tun hat, die Unterschiede leugnet, ist das fatal. Ich kannte einen jungen Mann, der sehr gut mit Kühen umgehen konnte, der aber versuchte, Ziegen so zu treiben, als wären sie Kühe. Das ging natürlich schief. Deshalb kam er mit Ziegen nicht zurecht. Wer mit Tieren zu tun hat, weiß, dass man Tiere unterschiedlicher Arten unterschiedlich behandeln muss. Ist das Speziesismus? Die Vorstellung, man könne alle Arten gleich behandeln, kann man nur in der Theorie haben, solange man von Tieren weit entfernt lebt. Man muss auf jeden Fall jeder Art ihre Eigenheiten und ihre Natur zugestehen. Auch die verschiedenen Rassen haben unterschiedliche Bedürfnisse. So braucht ein Border Collie mehr Bewegung als ein Pudel. Alle Tiere gleich zu behandeln, ist auf jeden Fall ein Zeichen mangelnden Respektes. Der Begriff des Speziesismus ist daher kontraproduktiv, weil er Erwartungen bezüglich einer Gleichbehandlung kreiert, die völlig sinnfrei sind. Man kann nicht Schwalbenschwanz und Mensch gleich machen. Aber man muss auch nicht die Abgrenzungen übertreiben. Der Mensch hat sich in der Evolution als eine Tierart von Millionen, eine Affenart von vielen entwickelt. Man sollte ihn nicht als außenstehend betrachten. Wenn jemand den Menschen den anderen Tieren gegenüberstellt, ihn vielleicht gar nicht einmal zu den Tieren rechnet. Wenn jemand leugnet, dass der Mensch ein Affe ist, ist das sicher übertriebener Speziesismus. Wenn ein Mensch Hass gegen die Menschen verbreitet und sich dabei auf Tiere beruft, kann man das auch als Speziesismus bezeichnen. Hier werden Menschen und nichtmenschliche Tiere ganz stark mit zweierlei Maß gemessen. Es gibt Hipster, die einerseits den Tigern und Wölfen zugestehen, gemäß ihrer Natur Fleisch zu fressen, andererseits den Menschen nicht zugestehen, sich gemäß ihrer Natur omnivor zu ernähren. Wenn ein Wolf eine Schafherde überfällt und Massen von Schafen in Todesqualen zurücklässt, ist das aus Hipster-Sicht in Ordnung. Wenn ein Mensch Tiere schmerzlos schlachtet, ist das nicht in Ordnung. Auch hier wird extrem mit zweierlei Maß gemessen. Die Menschen werden aus der Natur herausgehoben
und sollen sich nicht naturgemäß ernähren. Solche Verachtung für Menschen sollte meines Erachtens auch dem Speziesismus zugeordnet werden. Viele Hipster, die kein Fleisch essen, beanspruchen, etwas Besseres zu sein als diejenigen Menschen, die als Allesfresser auch Fleisch nicht verschmähen. Sind sie dann auch etwas Besseres als Bussarde, die Mäuse fressen? Oder gelten für Bussarde andere Regeln als für Menschen? Ist das Letztere nicht klarermaßen Speziesismus? Betrachten wir einmal den Begriff des Mordes. Gemäß Strafgesetzbuch setzt die Anwendung des Begriffes eine Tötung eines Menschen durch einen anderen Menschen voraus. Viele Hipster nennen es dagegen Mord, wenn ein Mensch ein Schwein oder ein Reh tötet. Sie nennen es aber interessanterweise nicht Mord, wenn eine Katze eine Maus tötet. Hier wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Wir sind also wieder bei einem klaren Speziesismus. Oft wird hierfür argumentiert, der Mensch habe eine Ethik, andere Tiere nicht. Diese Trennung ist ganz sicher Speziesismus, weil sie dem Menschen a priori eine Sonderrolle zugesteht. Diese Hipster essen kein Fleisch von Schwein oder Rind, weil dafür das entsprechende Tier getötet wurde. Aber sie essen sehr wohl Salat, für dessen Anbau Schnecken getötet wurden, Kartoffeln, für deren Anbau Kartoffelkäfer getötet wurden, und Getreide, für dessen Lagerung Mäuse und Ratten getötet wurden. Offenbar sind Schwein und Rind Tiere erster Klasse, Schnecke, Kartoffelkäfer, Maus und Ratte dagegen Tiere zweiter Klasse. Und Pflanzen sind sowieso Lebewesen zweiter oder dritter Klasse. Das ist wiederum extremster Speziesismus. Oft ziehen solche Leute eine ganz strenge Trennlinie zwischen Tieren und anderen Lebewesen. Vermutlich deshalb, weil die Tiere den Menschen näher stehen und man sich eine Ziege eher vermenschlicht vorstellen kann als eine Brennnessel, die nicht so gut als Bambi taugt. Selbstverständlich behandeln wir alle einen Fliegenpilz anders als einen Schäferhund. Und das geht auch nicht anders. Auch eine Ziege ist anders als ein Border Collie und benötigt entsprechend andere Behandlung. Es gibt also zwei Extreme. Die extremen Antispeziesisten, die davon ausgehen, man müsste alle Tierarten gleich behandeln, und die extremen Speziesisten, die von den Menschen eine von ihnen definierte Ethik erwarten und sie damit aus der Tierwelt herausheben. Das Amüsante daran ist, dass dieser Antispeziesismus und dieser Speziesismus häufig in Personalunion auftreten. Die größten Antispeziesisten sind zugleich die größten Speziesisten, die Menschen zwanghaft aus der Natur aussondern. Wie lösen wir nun das Dilemma auf? Ich als Biologe, der im Alltag viel mit Tieren zu tun hat, liebe die Vielfalt der unterschiedlichen Lebensformen und kann nicht so tun, als müssten sich Omnivore ebenso ernähren wie Wiederkäuer und als müsste man Kühe genauso behandeln wie Pferde. Nein, das geht nicht. Ich schere mich einen feuchten Kehricht darum, ob ich damit als Speziesist gelte. Und wiederum als Biologe muss ich den Menschen als eine Tierart aus der Unterfamilie der Affen anerkennen. Ich glaube, in diesem Beitrag ist die Absurdität des Begriffes klar geworden. Ich würde sagen, dass der Begriff des Speziesismus der Selbstbeweihräucherung weltfremder Philosophen dient. Sie werten damit die Praktiker ab, von deren Arbeit wir alle leben. Wenn dir jemand Speziesismus vorwirft, sieh das als Kompliment. Du bist einfühlsam genug, um die Unterschiede unter den Arten zu berücksichtigen. Lasst uns doch solche Begrifflichkeiten vermeiden. Sie spalten die Menschen in Gut und Böse und nutzen letztlich niemandem. Wie denkt ihr über das Thema? Ist es euch schon mal begegnet? Vielen Dank für konstruktive Kommentare.